Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Großen Anfrage der SPD-Fraktion wurden mit bemerkenswerter Akribie 82 Fragen zusammengestellt, deren Beantwortung sich wie ein werbewirksames Handbuch des Familienministeriums liest. Man hat geradezu den Eindruck, die Fraktion habe einen Praktikanten damit beauftragt, einen umfassenden Überblick über alle familienpolitischen Aktivitäten in Rheinland-Pfalz zu erstellen, dessen Inhalte als gewünschte Antworten zu betrachten und dann abschließend die passenden Fragen dazu zu formulieren. Dass dies nicht unbedingt dem scharfen Instrument einer großen parlamentarischen Anfrage gerecht wird, liegt auf der Hand. Kritische Fragen fehlen weitgehend, das meiste bleibt an der Oberfläche oder verliert sich in wenig relevanten Details. Echten Erkenntniszuwachs bringen die Antworten von einigen interessanten Statistiken abgesehen nicht. Und dieses Defizit wird auch nicht dadurch behoben, dass wir uns heute hier im Landtag damit befassen. Zweifellos fördert die Anfrage vieles zutage, was an wertvoller Arbeit mit und für Familien in unserem Land geleistet wird. Ich denke etwa an die frühen Hilfen oder das Mehrgenerationenwohnen, die Bildungs- und Beratungsangebote, die Familienzentren oder die zahlreichen Pflegestützpunkte. Aber die meisten dieser hilfreichen Initiativen gibt es schon lange. Zudem verdanken sie ihre Existenz weniger der Landesregierung als vielmehr dem großen, in der Regel ehrenamtlichen Engagement unzähliger Frauen und Männer. Ihnen sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt, auch wenn es dazu keiner großen Anfrage bedurft hätte. Immer dort, wo die Antworten über das Deskriptive hinausgehen, fordern sie Widerspruch heraus. So fügt sich der hier verwendete, völlig überdehnte Familienbegriff nahtlos in die Dekonstruktion des klassischen Familienbildes ein, die wir von der Landesregierung kennen. Wenn Familie überall da ist, wo in den entsprechenden Bezügen familiäre Aufgaben übernommen werden, dann ist jede Kita, jede Schulklasse und jedes Seniorenheim eine Familie. Und wenn alles Familie ist, dann ist nichts mehr Familie. Und dann fehlt auch der Gegenstand dessen, was Artikel 6 Grundgesetz unter dem besonderen Schutz des Staates stellt und was deshalb eine gegenüber anderen Formen des menschlichen Zusammenlebens privilegierte Förderung verdient. Vor allem aber stellt sich die Frage, wie ernst es die Landesregierung mit Absichtserklärungen meint, die in direktem Widerspruch zu ihrem tatsächlichen Handeln stehen. So behauptet sie in ihrer Antwort, man wolle die Lebensbedingungen in den ländlichen Regionen weiter stärken und für eine familienfreundliche Infrastruktur sorgen. Gleichzeitig jedoch schließt die Landesregierung kleine Grundschulen und leistet damit einer weiteren Schwächung des ländlichen Raumes Vorschub. Man berichtet stolz über die Investitionen dreistelliger Millionenbeträge in den Ausbau der außerfamiliären Kindesbetreuung und setzt sich für eine bedarfsgerechte Erweiterung von Kita-Öffnungszeiten ein. Man rühmt sich dafür, dass man in den letzten 8 Jahren die Zahl der Ganztagesplätze verdoppelt hat und spricht gleichzeitig vom Kindeswohl und davon, den Familien mehr Zeit füreinander zu ermöglichen. Wie das zusammengehen soll, bleibt ein Rätsel. Die Quadratur des Kreises ist ein Kinderspiel dagegen. Die Regierung betont, Familien leisteten einen unschätzbar großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Ihre Fürsorge für Kinder und pflegebedürftige Angehörige sei unverzichtbar für unser Gemeinwesen. Das stimmt. Warum aber lehnt sie dann unseren Antrag auf ein Landeserziehungsgeld ab, das genau diese Leistung endlich anerkennen und auch finanziell angemessen entschädigen würde? Warum hat sie sich in der Vergangenheit auf Bundesebene der Einführung einer Mütterrente verweigert? Warum haben die Sozialdemokraten als langjähriger Teil der Bundesregierung nicht dafür gesorgt, dass die Erziehungsleistung von Eltern auch bei der Rente endlich eine gerechte Berücksichtigung erfährt? Damit die Rente nicht klein ist, wenn die Kinder groß sind, hieß es auf einem SPD-Plakat. Richtig, liebe Kollegen zu meiner Linken. Aber warum um alles in der Welt haben Sie in der Regierungsverantwortung denn nichts für das getan, was Sie hier vollmundig fordern? Weiter heißt es in der Antwort der Ministerin, die Förderung von Familien und die Verwirklichung familien- und kinderfreundlicher Lebensbedingungen ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Gut so, aber weshalb setzt sie dann ausschließlich auf eine doppelte Berufstätigkeit von Müttern und Vätern? Und was tut die SPD bundespolitisch dagegen, dass Eltern heute oft 2 oder 3 Jobs brauchen, um ihre Familie zu ernähren? Stattdessen will die Landesregierung, ich zitiere, das Erwerbspotenzial von Männern und insbesondere Frauen besser ausschöpfen. Kinder möglichst früh und möglichst lange in die Kita, Eltern möglichst umfassend in die Produktion. Das ist das Gegenteil
einer familien- und kinderfreundlichen Politik. Das bedeutet zu Ende gedacht die totale Unterwerfung der Familie unter das Diktat einer globalisierten Arbeitswelt. Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Große Anfrage enthält mehr Sonntagsreden und wohlfeile Lippenbekenntnisse als Hinweise auf eine gute und strategisch auf das Wohl der Familien ausgerichtete Politik. Aber auch hier gilt, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Niemand wird wohl ernsthaft behaupten, die Situation der Familien sei heute besser als früher. Trotz eines beispiellosen und teuren Netzwerks an Hilfs- und Unterstützungsangeboten leiden Familien in vielfacher Hinsicht Not. Nicht nur die rasant wachsenden Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe und der stetige Ausbau von Schulsozialarbeit und schulpsychologischen Diensten sind ein deutliches Indiz dafür. Das, was sich Familienpolitik nennt, kuriert an Symptomen, statt die eigentlichen Ursachen anzugehen und trägt so mehr zur Schwächung als zur Stärkung von Familien bei. Doch auf Dauer wird der Staat überfordert, wenn er die Aufgaben der Familien sukzessive übernimmt und sie zunehmend entkernt. Meine Damen und Herren, wären wir in der Schule, müsste man die Große Anfrage und ihre Antwort wie folgt bewerten. Reine Fleißarbeit, zu erheblichen Teilen von anderen erbracht, klammert wichtige Probleme aus und verbleibt weitgehend im Oberflächlichen. Bietet keine wirklichen Lösungsansätze, wird den aktuellen Herausforderungen in keiner Weise gerecht und genügt deshalb den gestellten Ansprüchen nicht. Vielen Dank.